Bubble Tents. Das ist der neue Trend in Deutschland. Das sind quasi riesengroße Seifenblasen, wie hier in der Nähe von Ingolstadt. Und das ist ein ganz neues Bubble Tent. Da kann man übernachten und dann mit einem Teleskop den Sternenhimmel beobachten. Und wir dürfen heute eine Nacht drin schlafen. Kommt mal mit, wir schauen uns das jetzt mal an. Und wer hätte jetzt gedacht, das ist nicht Hartplastik, das ist weiches Plastik, ne? Und das wird nur mit der Luft aufrechterhalten. Also wenn man da jetzt den Stecker zieht, da hinten sieht man es, wie es aufgepumpt wird, dann sackt das relativ schnell in sich zusammen. So, jetzt muss ich kurz den PIN, der mir gesagt wurde, eingeben. Genau. Und dann dürfen wir mal rein, diese schöne Schleuse. Wichtig ist, dass wir erst in die eine Schleuse gehen und dann in die nächste. Wenn wir beide öffnen, dann entweicht die Luft sofort. So, und hier hat man einen Garderobenständer. Also bei dieser Sonneneinstrahlung, wir haben es jetzt mittags um 15 Uhr, da ist es relativ heiß hier, gefühlt wie in einer Sauna. Mir wurde gesagt, dass das sofort besser wird. So, hier sieht man dann das Bett. Also wirklich sehr geschmackvoll, sehr schön, sehr natur- und pur eingerichtet. Alles auch in Naturfarben. Da ist das Teleskop. Und wir sind gespannt, wie das Ganze dann wirklich bei Nacht aussieht. Und hier kann man nicht nur wunderbar schlafen und nachts die Sterne beobachten, sondern hier gibt es auch eine ganz gemütliche, entspannte Sitzecke, eine Campingküche, wo man eigentlich alles machen kann, was das Herz begehrt. Und das völlig autark. Kommt mal mit. Wenn ich hier pumpe, dann kommt da das Wasser. In diesen Wasserkanister unten drunter kann man ganz leicht austauschen. Da gibt es einen Camping-Herd, den man benutzen kann. Besteck, Geschirr, alles da. Teller, Tassen. Eine Gefrierbox für Käse, Wurst und sonstige Sachen, die man kühlen muss. Und man hat jetzt seit neuestem, haben wir hier eine Solardusche. Wir sind die Ersten, die benutzen dürfen. Das heißt, wir müssen nicht kalt unter freiem Sternenhimmel duschen, sondern wir dürfen warmes Wasser fühlen. Das zeige ich euch mal kurz. Diese Campingdusche mit Solarpanels ist völlig neu. Also die Dusche gab es schon länger, aber die Solarpanels sind jetzt neu. Und der Vorteil ist, dass man hat nicht total heißes Wasser, aber man hat angenehm warmes Wasser und man kann duschen unter freiem Himmel. So, jetzt ist es Nacht, 22.30 Uhr. Es sind leider keine Sterne am Himmel. Die werden vermutlich von den Wolken verdeckt, sonst hätte man das Teleskop nutzen können, das sich hier drin befindet. Aber ansonsten sieht oder fühlt man wirklich oder man denkt, man ist unter dem freien Himmel. Also bei Nacht, wenn man die Lichter hier drin ausmacht, sieht man wirklich diese Bubble gar nicht. Man denkt wirklich, man ist mitten im Wald und schläft mitten im Wald und es ist total kuschelig warm, weil man auf einer beheizten Decke schlafen darf. Das Einzige, was man hört, das sind zum Hintergrund diese Luftgeräusche, weil da ja ständig Luft von außen reingeblasen wird. Aber ansonsten hat man tatsächlich das Gefühl, das ist echt irre, dass man ja im Wald unter freiem Himmel schläft. Hallo ihr Lieben! Die erste Nacht im Bubble Tent ist schon vorüber und es war wirklich bemerkenswert. Also man hat wirklich das Gefühl, man schläft unter freiem Sternenhimmel, weil man dieses Tent abends gar nicht mehr sieht, sobald es dunkel ist. Wir konnten leider das Teleskop heute Nacht zumindest noch nicht ausprobieren, weil zu viele Wolken am Himmel waren und keine Sterne zu sehen waren. Aber an sich war es wirklich ein unglaubliches Waldgefühl. Morgens, als es hell wurde, hat man ganz, ganz viele Vögel zwitschern hören, dass man so eigentlich noch nie so nah bei der Natur empfindet, außer wenn man jetzt natürlich in einem Zelt schläft. Von den Temperaturen hat das Bubble Tent auch relativ schnell abgekühlt abends, sobald die Sonne da nicht mehr drauf geschienen hat. Und nachts hat man eine Heizdecke, wenn es einem zu kalt wird, die kann man anmachen und es ist auch völlig ausreichend. Also auch vom Innenleben, man fühlt sich überhaupt nicht irgendwie in so einer Bubble, man fühlt sich wirklich nachts, wie wenn man ja mitten im Wald in der Natur schläft.